magische Momente am Mittwoch am Abend im Grand Casino Baden. Tom Thompson, ein Zauberkünstler, Komödiant und Magier, wird den Merlin Award überreicht, den Oscar bei den Magier. Damit ist er erste, zweite Schweizer, dem die grosse Ehre zugefallen ist. Weltweit mit dem Merlin Award ausgezeichnet worden sind Showgrössen wie Siegfried & Roy, David Copperfield oder der Chris Angel. Die Herausgeberin vom Merlin Award, die International Magician Society, ist mit 41'000 Mitgliedern die weltweit grösste Vereinigung von Magier. Zur Verleihung extra aus den USA nach Baden gereist ist der Präsident Tony Hessini. Eine vom Tom Thompson handverlesene Gästeschar hat bei der Verleihung live im Grand Casino dabei sein dürfen. Sie, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, können diesen Anlass auf Telenap Telezentralschweiz exklusiv miterleben. Der Tom Thompson heisst Sie jetzt gerade persönlich willkommen und gibt einen kleinen Einblick in sein Programm. Ich werde Stand-up-Zauberei erleben, das heisst, es ist Zauberei, die mit dem Publikum, fürs Publikum ist. Es darf gelachen werden, es darf gestaunt werden und es freut mich, dass ihr vor allem auch mit dabei seid. Under any conditions. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, sehr verehrte Gäste hier im Joy Club im Grand Casino in Baden. Vielen Dank, Boris. Dankeschön. Ja, Sie sind zahlreich erschienen. Herzlichen Dank dafür. An diesem denkwürdigen Anlass, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Radio, Zeitung, wie ich sehe, Fernsehen sind anwesend. Wunderbar. Denn heute Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, exklusiv sind Sie eingeladen worden von Tom Thompson und er wird heute den Merlin Award verliehen bekommen. Ist das nicht einfach fantastisch? Und zwar bekommt er den Merlin Award für die beste Stand-up-Zauberei 2016. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was der Oscar für die Schauspieler ist, für den Film, ist der Merlin Award für die Zauberer unter uns. Und dieser Preis bekommt Tom Thompson heute, aber dazu später mehr. Tom Thompson hat heute Abend einen Freund und Künstler eingeladen, der sie auf eine etwas andere Art und Weise bezaubern wird. Er ist die eine Hälfte des Ostschweizer Comedy-Duos Vollparat. Er kommt also aus dem tiefen Osten der Schweiz. Seien Sie lieb zu ihm, bitte. Und er tourt momentan durch Deutschland und die Schweiz mit seinem Soloprogramm. Und wir sind sehr gespannt darauf, was die eine Hälfte des Duos für uns bereithält. Begrüßen Sie nun mit einem tosenden Applaus der Sepp. Grüezi miteinander. Ich will gerade direkt sagen, um was es geht. Ich suche noch eine Frau. Hat eine spontan Interesse? Nicht. Ich muss sagen, eigentlich habe ich ja abgemacht mit denen hier. Zu baden. Aber die ist einfach nicht gekommen. Und eigentlich habe ich extra noch so ein neumütiges Telefon gekauft. So ein Streicheltelefon. Kennen Sie? So ein Strahlfunk. So ein altes Reichbach noch, habe ich gekauft. Hm? Du lachst jetzt. Aber genau darum ist ich nicht gekommen. Nein, früher ist man doch noch pünktlich gesehen. Hm? Früher ist noch da gestanden, wenn man abgemacht hat. Hast du nicht 5 Minuten neben so eine Massage können schreiben? Ich komme dann später. Wer hat da ein Handy?
Alle, hä? Da Andi, gell? Ich kann euch sagen, da ist eine Volksverblödung. Ja, letztens nicht, ich weiß gar nicht, was ausgelacken ist, nicht? Nein, die schreiben die bitte da. Für was der Knopf? Ich keine Ahnung mehr. Oder anderes Beispiel. Letztens telefoniert mir der Kollege morgen um 8 Uhr aufs Festnetz. Und fragt, bist du wach? Dann fragt er noch, bist du daheim? Man sagt, nein, ich habe 500 Meter Ringelkabel, aber ich weiß, was ist denn das Gefühl? Aber ich reg mich doch nicht auf. Nein, ich gehe nicht weg zum Aufregen. Oder zum Beispiel, ich wäre ja fast gestorben wegen diesen huren Steinsknöcheln, ne? Da muss ich vielleicht noch schildern, Entschuldigung, aber da muss ich erzählen. Ich bin daheim mit dem Subaru abgefahren. Tipptopp gegangen. Bin in St. Gallen auf der Autobahn, muss lang, gell, direkt auf der Autobahn. Und dann hat er geklifft und tätscht und tue, kann ich euch sagen. Zumal habe ich gemerkt, ich habe ja noch Kittel dran. Ja gut, wir haben keine Autobahnsappenzell. Da brauchen wir auch keine Winterfinken. Nicht, um der Maria bei der Post langen, dass Kittel auf die Sommerfinken tust. Nein. Aber Kittel hat er. Du hast ihn so satt. Und dann zu viel, habe ich gesehen, Pneu Ecke. Kennen den Pneu Ecke? Zeit für Winterpneu. Gerade rausgefahren. Nein, Pneu montiert. Dann bin ich weitergefahren. Dann hat der Huren Knochen geläutet. Und wenn die Leute musst du abnehmen, gell? Ja? Habe ich abgenommen? Ja. Jetzt war ich am Telefon. Hat sie gesagt, Grüezi, da ist Pneu Ecker. Sind Sie vor 10 Minuten bei unserem Pneuwechsel gewesen? Was hätte so einen Grund, um mir 10 Minuten später nach dem Pneuwechsel zu telefonieren? Nein! Das ist doch nicht wie so ein Hurenstift gesehen, der die Hurenpneu angemacht hat. Nein! Ich dachte, nein, jetzt ist Feierabend, jetzt habe ich das zweite Mal Geburtstag. Ich habe schon den Reifen gesehen, hier vorbeiflitzen, gell? Ich habe ja schon das Leben an mir vorbei gesehen, vom Stall ins Spital und wieder zurück. Du, ich habe gemeint, jetzt ist Feierabend. Dann sagt er am Telefon, wie sind Sie zufrieden gewesen mit dem Service? Von einer Skala 1 bis 10. Und ich gesagt, 10 kannst du haben, du. Habe mich aufgeregt, gell? Nein, aber ist berechtigt, dass mich aufregt, nicht? Nein, wenn du früher gegen Gipfel in die Posten bist, nicht? Hä? Bist du Gipfel in die Posten, bist Hecho, dann hat auch nicht Marie von der Beck telefoniert. Wie sind Sie zufrieden gewesen mit dem Service? Hä? Oder wenn du Scheisspapier in die Posten bist? Komisch, im Häuschen hat auch nicht einer gesagt, wie sind Sie zufrieden mit der Weichheit vom Papier? Nein, ich reg mich auch nicht auf. Ich würde mich auch gerne nicht aufregen, ich glaube, dass ich gar nicht will. Hat der Zähnepunkt da Interesse? Frau, nicht? Was lachst du denn? Das Gefühl, ich habe nie eine Frau gehabt. Also ich bin ein Mann, der allen Frauen den Kopf trillt. Komm, schau ich an, trillt es den Grinden weg. Und ich auch schon eine Frau gehabt. Und ich kann euch sagen, die Frau, dass ich die kennengelernt habe, war ja meine Mutter schon gesehen. Meine Mutter gesagt, Zip, du kannst doch nicht all daheim hocken vom Ofenbänkchen. Geh noch mal ein bisschen Ausgang. Gut, sie hat dann gesagt, nimm mir ein bisschen Tommy. Weil die Gescheiden saugen dir noch alles Geld aus der Hosentasche. Ja, wie der hat es mal eingeleuchtet. He? Ich bin in Schnurstracks ins Ausland auf St. Gallen Ausgang. Und da war gerade Olma gesehen, habe ich gesoffen. Du und die Hündere gehabt habe ich. Und dann habe ich prompt in die Kinder. Und ich kann sagen, die war stumm gesehen. Ein Appenzeller sieht so direkt raus, die hat so ein Hirn wie eine Berghütte, hochgelegt und primitiv eingerichtet. Ich bin stolz hingegangen zu der Mutter und gesagt, schau, jetzt habe ich eine Kinderklinik, die ist assetom, wie du gesagt hast. Dann hat meine Mutter gesagt, wie hast jetzt du in dieser kurzen Zeit gemerkt, dass die assetom ist? Dann hat gesagt, ja, das war das kleinste Problem. Ein Morgen 2 hätte ich mir vorne in die Hose gelangt. Dabei hatte ich den Goldsäckel Hörn rein. Assetom ist der gesehen. Gut, wie es halt ist, ich habe sie dann behalten. Aber so eine Ehe, kann ich sagen, vielleicht weißt du, so eine Ehe ist eine komplizierte Sache. Gell? Das ist doch keine Zeit mehr für Hobbys, nicht? Nein, die Frau braucht Zeit. Habe ich mir überlegt, was könnte ich sparen, Zeit sparen, dass ich dir mal etwas Zeit habe für meine Hobbys. Dann ist mir der Vorkäspel dann sicher. Was losgeht? Vorkäspeln. So, wie heisst es?
Weißt du, von der Traktor zum Anhänger rauskommt? Wer weiß es? Von Kasperle? Ein Vorspiel, da kommst du raus. Ja, genau, ein Vorspiel. Da können wir doch weglassen. Dann sagen wir eine Frau, lassen wir das Vorspiel weg. Hättest du ein Feuer im Dach, du? Ich habe dann ein bisschen überlegt und zumal ist meine Idee gekommen. Dann habe ich meiner Frau gesagt, schau, wenn du mit dem Auto vom Arbeiten herkommst, guckst du doch auch nicht 15 Minuten vor der Garage, bis du reinfährst. Da hat sie dann begriffen. Und sie, da ist meine Ex-Frau. Hat jetzt ihr Interesse? Gut, ich will jetzt auch nicht den Sack in der Katze kaufen. Ich will mir vielleicht kurz vorstellen. Ich bin der Mölpi Sipp. Halb Innenrödler, halb Aussenrödler. Zivilstand bin ich katholisch. Und Konfession widerledig. Aber ich habe schon gesagt, einer hat sehr Busel am Heulen. Könnt ihr mal die aufstrecken, die vergeben sind? Alle frei, tipptopp. Hey, die Heulen. Und die jetzt Interesse haben, geht nicht. Vielleicht die, die gehen wieder mal ledig werden oder frei. Kannst du mal absprechen? Hey. Ich nehme mal Vokationen. Nicht. Gut, jetzt, als ich wieder ledig bin, habe ich ja Zeit für meine Hobbys. Nebst dem Essen tue ich noch gerne ein bisschen Zäulen. Zäulen kennt niemand hier, Aargau. Jodeln? Kennt jemand Jodeln? Ja, gut, ich zeige es vielleicht mal, wie es geht. Nein, eigentlich hätte ja das ganze Appenzellenköhli mitkommen. Aber die haben kein Visum bekommen. Gut, ich muss vielleicht sagen. Jodeln! Und jetzt haben auch meine Kollegen gesagt, hey, ist gleich, wenn wir nicht mitkommen ins Ausland. Du kannst allein. Jetzt haben sie mir nicht bis Neumütiges gegeben. So ein Ständer. Nicht mein. So ein Ständer. Ist ein bisschen auf Appenzeller eingestellt, gell? Ein bisschen aufstellen. Das tut. Und dann noch so ein neumütiges Lobgerät. Lobgerät, gell? So ein Lobgerät heisst das. Magic! So. So. Ein Lobgerät. Kennt ihr eben ein Lobgerät? Da nimmt man etwas auf, wo man da reinschnarrt und dann kommt alle wieder. Jetzt kann ich zum Beispiel. Ich zeig's mal. Schau mich an, so an. Jetzt kann ich zum Beispiel hier ein Naturgeräusch reinmachen. Zum Beispiel aufnehmen. Stande! Er kommt doch alle wieder. Können wir hier etwas anderes aufnehmen? Mach du zum Beispiel mal eine Hand. Du vielleicht mal eine Katze. Du lachst mal ein Reh. Hast du noch nie ein Reh gesehen, oder? Machen die im Aargau. Schau mal den Reh. Aber ist jeder rausgekommen? Ist jeder rausgekommen? So, jetzt haben sie gesehen, ich könnte mit dem Lobgerät ein Zäuerle machen. Jetzt haben sie mir noch extra einen Grundbeat mitgegeben. Grundbeat. Das ist jetzt ein Grundbeat. Grundbeat, Kind. Hat der Beat angeschnallt?
Ist eigentlich nicht schlecht. Ah, mit dem Seich kannst du nicht einmal erst gesaufen nach der Probe. Nein, ist ja nicht lustig. Hure Sautechnik. Gut, jetzt habe ich meine Fähigkeiten zu sagen, der Zählibon steht Interesse. Noch nicht? Du hast noch nicht abgesprochen? Noch nicht. Ja gut, heute ist, muss ich schon sagen, heute ist hure schwer, um eine Frau kennenzulernen. Heute lernt man ja die im Internat kennen. Da in dem Chat-Zeug da, wie Computer. Dem Internat. Kennst du? Ja, weißt du, da ist eine hure Saumode, wenn du nicht bis nicht weißt, fragst du gerade im Gürtel. Weißt du, hure Internat-Zeug. Nein, du lachst vielleicht. Wo ist der Junge? Nein, da ist ein Junge, gell? Also wenn ich jetzt dir eine Kassette gebe und einen Bleistift, was willst du machen? Text abschreiben? Nein, die Eltern wissen die Spule, gell? Oder zum Beispiel, wer ist da? Wer ist da neben? Der Kollege hat letztens gesagt, das ist so ein Hardball. Weißt du, wo die schweren Jungs da mit den langen Haaren und mit den Tattoos? Was ist jetzt da? Aber ich kann euch sagen, da ist kein Hardball. Die Eltern wissen es da. Früher haben wir noch die alten Kassettenrekorder gehabt. Das war Aufnahme. Playrec. Man sicher nicht so ein Hardbang-Scheissdreck. Nein. Das ist doch nur ein Seich. Oder zum Beispiel. Letztens hat einer gefragt, wer ist die 7 Bunner heute? Ich weiss mir noch. Früher hat man noch die noch gewusst. Dann hat er gesagt, ja, von 6, von 7 würde ich jetzt auch 10 bringen. Dann habe ich gefragt, ja, welche kennst du denn nicht? Nein, aber ich muss sagen, jetzt muss ich doch schnell. Ich gehe auch ins Fitness. Hat man es gesehen? Fitness? Nicht. Ich mache 2 Diäten gleichzeitig. Nein, letztens, der Kollege sagt mal, du musst ein bisschen abnehmen. Du hast ja schon ein Renault-Hemd. Weißt du, wenn ein Renault-Hemd ist? Das ist, wenn das Hemd also fest spannt, dass es zwischen den Knöpfen so eine Renault-Zeche gibt. Dann ist Feierabend. Dann hat mein Ex-Frau gesagt, los, jetzt ins Fitnesscenter. Dann hat sie mich hier rausgelassen von so einem riesen Schaufenster. Ich habe Töne gefunden. Auf einmal geht das Schaufenster auf. Und dann war von mir ein Viech. Also gross, könntest du mal aufstehen? Steh mal auf, gell? Ja, noch etwas grösser. Also ein Viech. Der war also feich. Der war also gross. Der könnte knäulig den Mund ansächen. Er hat kniend den Mund anschiffen. Also gross gesehen. Hat er ausgesehen wie so gestapelte Sauerblätter. Hat er ausgesehen. So wie eine Eiweißbombe halt. Ja, wie soll ich den beschreiben? Wie so. Wie kaputte Geschwälte hat er ausgesehen. Außer so angewollt, braun und innen weich wie Büchermüsli. Dann zwingt er mich so scharfe Leggings rein. Könnt ihr euch vorstellen? So hure scharfe Leggings. Ihr wisst ja, im Wagen weiss man da, es gibt nicht 3 Sachen, die nicht lügen. Besoffene, Gove und Leggings. Nein, dann zwingt er mich die scharfe Leggings. Dann habe ich extra noch die angehauen weißen Säcke überzogen, dass er hure geil aussieht. Und dann komme ich rein, hat er mir das erste Gerät in die Hand gegeben. Dann habe ich angefangen. Trainiert habe ich. Du, Ali! Zumal sagt der Haseli, ich würde gescheiter mit dem Bleistift mal das Formular ausfüllen. Ja, dann habe ich den gemacht, den ganzen Roman ausgefüllt. Jetzt sind wir weitergegangen, so eine Förderwand kennen am Flughafen. Und sagt er, fangen wir mal 20 Minuten an. Nach 20 Minuten bin ich auch noch da gestanden. Da sagt, wieso fangst du nicht an? Ich sagte, ja, mein Gepäck ist noch nicht dabei gewesen. Dann habe ich gedacht, jetzt ist Feierabend. Mit meiner Fitnesskarriere vorbei. Nein, aber noch einen Benö bekommen. Wie heisst der Benö? Der Durchkarte, genau. Sie haben gesagt, wir machen ein Plakat von dir. Weißt du, wie Eingangsbaden? Kennt ihr da das Kasperletheater? Eingangsbaden. Rechts und links die Tafeln. Von diesen Politikern. Hast du gesehen? Das ist mir aufgefallen, als ich gekommen bin. Kasperletheater rechts und links. Am Schluss so ein Hügel voll Plakate zu ausgehen, wie eine Kuhwiese. Wir machen so ein Plakat von dir wieder in einem grossen Rat. Aber wir schreiben da an, lass es nicht so weit kommen. Und seitdem fresse ich keine Glasse mehr. Glasse macht vergesslich.
Ja, die, die jetzt lachen, was haben sie nach dem letzten Glassenfressen gemacht? Haben sie gesehen, vergesslich. Hat der Zähnepunsch dann Interesse? Ich mag bald noch mehr. Aufhören. Also ich habe noch ein bisschen moderne Hobbys. Ich tue gerne Beatboxen. Kennt ihr das? Das ist so eine arme Spölzerei. Da tönt die Napf richtig schnurren. Giegen sie noch. So. Kennt ihr? Für die, die nicht kennen, können wir lehnen. Wir lehnen es. Jetzt tun wir da mal halbieren. Wir sind die Hälfte. Gell? Wir sind die Hälfte. Wir sind die andere Hälfte. Mit euch nehmen wir ein Wort. Weißt du, du musst nicht ein Wort sagen und ein bisschen recht betonen. Mit euch nehmen wir etwas Retromanisches. Zum Beispiel, ich habe keinen Bunsch mehr. Das heisst, ich habe keinen Bunsch mehr. Ich habe keinen Bunsch mehr. Und jetzt mache ich da keinen Bunsch mehr, keinen Bunsch mehr, keinen Bunsch mehr, keinen Bunsch mehr. Ein Päckchen knallen. Keinen Bunsch mehr. Der ruhig speuzen. Nachbar. Da habe ich keinen Bunsch mehr, keinen Bunsch mehr, dass er nass wird. Keinen Bunsch. Und noch ein bisschen so machen, sieht noch geil aus. Keinen Bunsch mehr, keinen Bunsch mehr, keinen Bunsch mehr. Ja, puh, du machst super. Keinen Bunsch mehr. Gut, mit euch nehmen wir etwas Appenzöllisches. Vorschlag. Appenzöllisch? Appenzöllisch? Was? Appenzöllkäse, oder was? Gut, das ist auch gut. Appenzöllkäse. Appenzöllkäse. Dann lass uns machen hier die Jungen. Appenzöllkäse. Appenzöllkäse. Boom, schmecken, boom, schmecken. Appenzöllkäse. Appenzöllkäse. Boom, schmecken. Ja, genau. Dankeschön, Dankeschön. So, ich habe euch vorgewarnt, wenn keine Frau aufstrickt, Plan B. So. Er war ja der Bursche, der hat gleich aufgehoben.